Liebe Besucher vom Trierer Weinstand, herzlich willkommen hier im Weingut Günter Gindorf. Aus gegebenem Anlass können wir Sie leider aktuell nicht am Trierer Weinstand begrüßen und unsere Weine dort vorstellen. Aus diesem Grund nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise und stellen Ihnen ein paar Weine von uns vor. Kommen Sie mit! Annaberg. Das ist eine unserer besten Lagen im Weingut. Hier ernten wir die Trauben für unsere Prädikatsweine. Die Lage zeichnet sich auch dadurch aus, dass hier rotliegender Schiefer liegt und im Vergleich zu dem grauen Schiefer hat der rotliegende Schiefer einfach eine höhere Speicherfähigkeit für Wasser und verleiht so den Wein nochmal etwas Individuelles. Wie man auch sehen kann, ist das hier wirklich ein toller Arbeitsplatz. Man hat einen tollen Blick über die Mosel, über die Weindörfer. Und unsere Gäste, die auch gerne Weinwanderung machen, die finden dieses Erlebnis auch jedes Mal aufs Neue super toll und ich hoffe, Sie auch. Zum Weinstand ist ein 2018er Riesling Schräglage am Schweicher Annaberg. Das Besondere daran ist aus der Steillage. Der Wein hat nach dem Edelstahlausbau spontan in ein halbjähriges Holzfasslager gelagert und dadurch hat er seine gewissen Noten erhalten. Diese werden wir Ihnen jetzt noch vorstellen. Hat einen schönen Geruch nach Apfelsinen, ein bisschen Holz, die Harmonie zwischen Säure und Restzuckerspiel. Ist hervorragend und durch sein halbjähriges Holzfasslager ist er auch nicht zu dominant im Geschmack. Der Wein, den wir mitgebracht haben, ist ein 2019er Riesling Spätlese Feinherb aus dem Annaberg. Der Wein ist im Edelstahl ausgebaut, spontan vergoren und das Besondere an den spontan vergorenen Weinen ist, dass sie alle ihren eigenen Charakter haben, der sie auch auszeichnet durch die säure-süße Harmonie, die diese Weine mitbringen. Die sollen wir jetzt mal verkosten. Schöne gelbe Reflexe, feines Kohlensäurespiel sieht man schön. Eine Süße passt sehr gut zu Fisch und zu leichten Speisen. Für die Probe haben wir einen Weißburgunder im Glas. Das ist der 2019er Jahrgang. Den haben wir vor 3 Wochen gefüllt. Wie man sieht, ein schönes helles Gelb. Und in der Nase leichte Vanillearomen. In dem Geschmack sticht der Weißburgunder. Durch seinen kräftigen Schmelz, ein idealer Weinbegleiter für die Spargelsaison. Ja, würde ich sagen, zum Wohl. Prost!